Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 auf dem Multiplayer-Server. Nochmal mit dem Fireman. Guten Tag. Servus. So, richtige Richtung runtergehen, sonst springen wir in den Tod. Ja. Wir haben jetzt zwischendrin noch ein bisschen getüftelt hier und auch geschaut und gemacht. Und wir haben festgestellt, die, wie heißen die Teile? Slimes? Slimes. Die spawnen auch. Aber irgendwie völlig random. Also wir haben keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Du läufst in die falsche Richtung. Ja, ich habe hier ein paar Fenster eingebaut. Ich wollte gerade mal gucken. Ja, hier ist es auch gut. Warte, hier liegen wieder Slimes. Jawohl. Also das ist der Beweis, es funktioniert. Und somit haben wir auch ein halbes Stack Slimes voll. Warte mal, dann habe ich gesehen. Ja, setz da mal noch eine Fackel rein. Ja, ich mach das. Genau, das reicht ja schon. Wir müssen ja eh hier rein jetzt, also von daher warte aber. Ah, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Das ist die Frage. Es kann sein, dass wir zu niedrig sind. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt bauen wollen, hier unten drunter noch passt. Wir hatten doch noch, hier eine Schicht gehabt, eine Schicht frei. Eine Höhe ist frei, ja. Das reicht. Das muss. Dann mache ich. Dann mache ich die hier nochmal weg. Dann machen wir das so, ja. Und das hier auch weg. Weil wir bauen jetzt hier noch ein Sammelsystem rein. Jupp. Dass die Slimebälle automatisch aufgesammelt werden. Damit wir das nicht immer selber machen müssen. Vor allem können wir dann auch wirklich AFK farmen sozusagen. Willst du die Schienen nicht noch nach hier hinten legen? Ja, kann ich auch machen. Dass die Kiste hier irgendwie ist. Ja, die Kiste muss an sich eh tiefer sein. Das ist. Ja, deshalb würde ich die Schienen hier hochlegen und dann hier oben die Kiste erst reinpflanzen. Dann brauche ich mehr Schienen. Wie viel brauchst du denn noch? Ach, noch mal einen halben Stack, das geht ja schnell. Wie gingen die Schienen noch mal? 6 Eisen, also links 3, rechts 3 und in der Mitte dick. Okay. So, diesmal ohne Sterben. Ja, wäre gut. Die Blöcke Eisen können wir ja machen, weil wir haben ja bloß 2 Eisengolems benutzt. Ja. Können wir ja umwandeln. Nur in die Mitte ein Stick? Ah ja. Ich mache einfach nochmal welche. Reichen die Booster Tracks, die du hast? Booster Tracks reichen, jupp. Minecart hast du ja auch. Hast schon alles? Ich habe alles schon, ja. Ich brauche nur noch mehr Schienen, weil die Schienen werden auf jeden Fall nicht reichen. Jo. So, Schienen habe ich. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, muss ich schon. Ups. Ist schnell gehoben. Da. Dann können wir hier schon wieder drauf platzieren eigentlich. Von den Santa. Ja. Jetzt muss ich nochmal überlegen. So. Das ist die Trichterlaube, aber ich muss gucken, ob die das dann. Können wir das nicht öffnen, nicht. Jetzt habe ich jetzt falsch, muss ich nochmal. Warte. Also ich habe keine Ahnung, ich habe das nur in einem Tutorial gesehen, dass das irgendwie gehen soll. Ja, aber ich weiß nicht, kann man die. Ja, das geht jetzt. Das ja, aber dann gehen wir lieber hier noch eins weiter hinter. Weil ich hätte es schon gerne, dass es so schön aussieht. Nee, das ist jetzt genau dasselbe. Dann baue ich die kurz mal ab. Warte, können wir hier noch eins runtergehen, oder? Die hier auch noch kurz weg.
Feuer dann. Dann pflanzen wir gerade den Andesiter noch unter das Fenster und dann sieht es auch schön aus. Ups. Jetzt brauche ich nochmal zwei Schienen. Jo, habe ich gleich. Moment. Okay. Machst du den Andesit um das Fenster? Was soll ich da platzieren? Andesit. Gut. Ne, da passt es dann wieder nicht mehr, da bleibt es dann wieder hängen. Ja, stimmt, stimmt, ja. Aber kannst du hier am Boden noch dran machen. Ah, dann. Die vier Blöcke da. Jawohl, so sieht es schon schön aus. Ich will noch was überprüfen. Noch nicht fertig. Das so geht, ging's nicht. Wie haben die das gemacht? Er muss die Lore nicht drüber fahren. Ja, aber dann können wir ja die Kiste nicht mehr öffnen. Das halt so hier. Ah, kannst du die Schiene nicht direkt drüber legen? Auf die Kiste. Ich habe eine bessere Idee, aber da muss ich irgendwie hinkommen. Ist halt wieder ein bisschen kompliziert. Ach man, komm. Ernsthaft ist das überall. Bedrock meinst du? Ja. Ja, voll. Dann muss ich kurz. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, du kannst die Schienen auf die. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Ah. So. Jetzt müssen wir wieder. Oder warte. Ich hab. Auf Glas kann man es nicht platzieren. Warte. Ich glaube, ich weiß, wo der Haken liegt. Warte, geh ins Jetzt weiß ich nicht, hast du einen Crafter? Geh auf Slabs. Ja, hier ist ein. Nee, ich glaube, da muss noch ein Trichter oben drauf. Warte, aber ich will kurz gucken. Ja, Schienen kann man auf Slabs legen. Ist ja eine Trichterlore, also die sammelt das ein. Dann fährt man da unten. Warte, wir können es ja kurz testen. Ich stell hier mal was drauf. Also ich stell hier das drauf. Warte, wir machen das mal weg. Ich meine, stell da kurz mal die Setzen da einen Trichter drauf, warte. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Ja, ich mach die Punkte raus. Oh Gott. Alles hässlich gebaut. Ja, das geht ja wieder schnell. So. So, dann die Schienen. Und dann pflanzen wir die mal hier hin. Dann platzieren wir die. Halte ich die jetzt auf, schmeiß da irgendwas rein. Achso, ich habe da nichts mehr drin gehabt, deshalb. Oh, jetzt fährt sie gerade nicht, oder? Jetzt fährt sie in die andere Richtung. Ja, ist ja egal. Das geht, hä? Doch, hier, da ist was drin. Klar, in der untersten Truhe liegt es. Hey. Liegt halt immer nur eins rein, aber das sollte ja funktionieren. Nee, die Sache ist, dass er ja den Trichter mitnimmt. Achso, ja, das ist ja ausreichend. Also dann haben wir hier, zwei Kisten, die befüllt werden. Dann können wir in einem Jahr wiederkommen und dann irgendwann sind sie voll. Ja. Wobei ich gerade überlege. Warte mal, wir können das noch ein bisschen schöner bauen. Jetzt bin ich reingefallen. Hilfe. So, warte. Profis am Werk, würde ich mal sagen. Den drehst du nochmal weg. Jetzt muss ich die kurz aufhalten. So, gib mir die, ich crafte die dann wieder zusammen. So, und mein Gedanke war jetzt, wir setzen hier eine Kiste hin. Lassen den Trichter in die hintere Kiste und dann von der hinteren Kiste in die Kiste. Und dann sag mir, wie willst du auf die andere Kiste zugreifen? Kommt mal dran. Über dieses Eckchen da. Ja, dann warte, dann gehen wir einfach auf die andere Seite. Im
meine, wir können hier, das wird wahrscheinlich nochmal ein Projekt hier unten alles wirklich. Lol. Komm mal her. Alter, wir sind hier genau so wie letzte Folge. Ja, also 1, 2, 3, 5, 15 hier. Hammer. Und wieder so ein Zufallsfund. Ja, bitte. Halt ein mehr, lol. Yay, yay. So, warte, die Schienen müssen wieder hin. So. Ah ja, jetzt bin ich an der komplett falschen Stelle rausgekommen. Aber wir müssen hier sowieso noch alles schön bauen. Das hat, da haben wir noch Zeit eigentlich. Das werden wir aber dann mal zwischen den Folgen machen, denke ich. Hier der Boden mit dem Bedrock zwischendrin, den finde ich gar nicht mal so hässlich. Hey, wake up. Das können wir dann alles, so, warte mal hier. Seltsamer Mensch stupst mich an. Der kann ja, wenn er will. Moment. Gleich mit rein, also gleich. Wenn wir die Stadt dunkler machen, kann er dann. So. Dann kann man hier eine Tür machen, ich hole mal mit. Naja, ich würde sagen, wir machen den Gang hier hinten einfach ein bisschen breiter dann noch. Ach, habe ich einen, zwei breiter, ist auch kein Problem. Ja, dann kommt man nämlich auch hier. Man könnte auch hier offen lassen. Dann kommt man ja an alles dran. So. Den Koppel nehme ich mal wieder raus. Da jetzt, du musst schon lange Treppen platzieren, weil... Nein, warte mal, wir sind doch hier sowieso zwei Tiefe eigentlich. Oh, Eisen. Wenn du jetzt erst gefunden hättest. Wahrscheinlich in der anderen Ecke noch. Ja, in zwei Ecken haben wir die erst gefunden, in drei. So, eben. Hier. Da, dann kommen wir da jetzt. Und hier, weißt du noch? Ja. So, nur jetzt kommen wir auf jeden Fall an alles ran. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sehe ich nur eine Fackel da und da. Und ja, fertig. So, sieht zwar nicht so toll aus im Moment, aber passt. Die Lore, hast du die schon wieder platziert? Habe ich, eine. Ah, ja. Gut, dann würde ich sagen, zeigen wir euch noch, was so in der Stadt alles passiert ist bisher. Hier können wir auch mal noch zumachen. Unnötig. So. Willst du da den seltsamen Menschen dazu holen? Ich habe ihn gerade gefragt, ob er mit dazukommen will. Dann ist er aus dem Teamspeak wieder raus. Ich nehme an, er meint nein. So. Das funktioniert, wird man später nochmal überprüfen, Ende der Folge. Jetzt werden wir noch eine kleine, schnelle Stadtrunde machen. Und auch noch ein bisschen erklären, was wir hier machen wollen. Hier zum Beispiel, ja, schlafen ist eine gute Idee.